Fürchte, ich habe aus Versehen Penisse gebaut, aber hey, irgendwas ist ja immer. Darauf, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Wir haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. So, haben wir das ja eigentlich richtig eingestellt? Ich gehe jetzt mal vorher zu Medien. Alles gut. Dann, wieso? So. Wunderbar. Wir suchen noch nach Kantenkristallen, haben aber gelernt, dass wir die gar nicht brauchen im Moment. Das ist die Frage. Mache ich weiter, weil ich habe tatsächlich eine Map gefunden. Da oben irgendwo. Also da oben drauf, ein bisschen weiter nach dahin. Da wäre das Zeug. Hier will ich doch gar nichts. Jetzt nur die Frage, was machen wir heute? Erstmal, ja, eigentlich möchte ich die Schnecken weiter erforschen. Ich möchte da weitermachen. Ich möchte endlich Energiedinger reinpacken können. Ein letztes System habe ich noch nicht verstanden. Ich muss eh erstmal ein bisschen rennen. Steht ein Polo. Okay. Ja. Warum ist eigentlich so viel Shit in den... What the fuck? Das sehe ich ja jetzt erst. Complete Phase 1. Mich auch. Ja, habe ich blöd geguckt. Ja. So, wo ist die nächstbeste Rampe für mich? Da vorne. Nehmen wir die. Kommst du. Drüber. Und dann hier rauf. Also. Ja. Da wollte ich unbedingt den Dienst ziehen. Wir wollen hier rüber hüpfen, in irgendwo hier hin. Ich glaube, wir müssen das Ding hier benutzen. Aber ich habe noch Fragen, wie. Irgendwo hatte ich hier Wasser, das ich mir dafür holen wollte. Da würde Wasser gehen. Oder schnappe ich mir einfach dieses dran? Also die, ne? Das wird hier immer schlimmer. Nicht die drehen. Nein, kann ich nicht. Macht ja auch gar keinen Sinn, die zu drehen. Dann nehmen wir und sagen mal. Moment. Oh, plötzlich steht das Kind 2 Stunden zu früh zu Hause. Das ist auch nicht schlecht. So hätte ich auch mal gerne. Ich habe ja zu wenig Material. Hätte ich auch mal gerne Schule gehabt. Wobei, naja, machen wir uns nichts vor. Hatten wir damals auch, fanden wir geil. Ich brauche. So. Dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Dahin. Läuft heute wieder. Da wollte ich hin. Das wollte ich möglichst hässlich da dran machen. Kriege ich das schöner hin? So. Damit mache ich Kompost. Warum mache ich das denn? Doch irgendwas mit dem
Hier steht schon wieder alles an. Und deswegen geht es nicht weiter. Das ist schlecht. Oder haben wir... Nein, haben wir nicht. Nee, undefined. Kriege ich da einen Merger drauf? Ja, kriege ich. Dann kann ich dorthin gehen und kann... Und Marzbitter draufsetzen. Und wenn es hier ansteht, vorwärts geht alles durch, links geht Overflow und dann kann hier im schönen, gemütlichen 60er-Band eben das da reingeblasen werden. Dann passt das. So. Hallo, warum ist hier eine gelbe? Okay, die wäre sowieso hier rausgegangen. Sieht das bei dir aus? Du bist fleißig dran. Ja, deswegen ist da eine gelbe. War gerade noch eine andere drin, oder? Was ist eine? No, ja, danke. Wo ist der Unterschied zwischen... Lieber. Heißt aber, wir können hier oben hochgehen und können die gelbe da reinschmeißen. Hallo, gelbe? Muss mal da rein. Wie man merkt, ich habe überhaupt keinen Plan von dem, was hier so geht, wie das geht und überhaupt. So. Elektroschnecke. Wir sind da. Nein. Wir können. Low Energized Slime. Wir können diesen Slime machen. Den hier machen. Nein. Auch das ist falsch. Auch das ist falsch. Nehmen wir das. Ich kann irgendwo, und das geht im Komposter. Im Komposter. Hier muss ich nur, ich will keinen Fertilizer kriegen, ich will Blue, Yellow, Red. Okay, ich möchte gar kein Wasser anschließen brauchen, auch gut. Blue oder Yellow habe ich am meisten. Blau habe ich nicht am meisten. Du machst gerade blau. Du machst gerade blau, genau. Jetzt wäre die Frage, was ist das nächste? Schon mal gelb. Warum kommen jetzt hier immer höherer Purple, Purple? So? Whatever. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Könnte hier hingehen. Power rausholen. Warum kriege ich denn da nicht mehr blaue? Wahrscheinlich zu viel gelb macht, ne? Wir haben langsam Probleme hier. Ich muss das mehr sortieren. Nehmen wir uns eine Plattform hier nebenan und machen einmal die große Schneckensortieraktion. Wird sich das lohnen? Macht das Sinn? Oder ziehe ich die Plattform dahin? Ah, da war der im Weg, genau. Das heißt, ich könnte aber
gut hier lang gehen, da habe ich wieder die Windräder alle im Weg. Ich mache das direkt da oben. Dafür habe ich es, glaube ich, mal gedacht. Hm? Ich nehme jetzt auf jeden Fall ein bisschen blaue. Ich will diesen Schleim haben und will sehen, was passiert. Ich nehme aber nicht vorsichtshalber nicht alle. Mal hier. So, lassen wir das. Man kann das andere da hinten nehmen. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich hier. Das ist wunderbar, aber ich sehe immer noch nicht den Weg. Wie kriege ich denn da raus? Meiner More of Vision. Okay. Ich verstehe es. A, was ich hier gemacht habe, war dumm. B, ich sehe es an. Ich kriege keine Energy Chart. Ich kann so lange versuchen, wie ich will, Energy Charts zu kriegen. Ich muss das Zeug quasi da unten reinführen, damit da mehr kommt. Und dafür muss ich dauerhaft da was reinführen. Ich verspare ich mir. Oh Gott. Ja, das hat etwas gedauert, bis ich so weit war. Aber immerhin. So. Jetzt überlegen wir kurz, wie machen wir den Spaß? Also wir wollen definitiv dafür sorgen, dass das weitergeht. Also gehen wir da oben hoch. In die Plattform, die wir hier haben für unseren Lift, der auch ewig viel Zeug braucht. Habe ich genug Schrauben? Oh, guck mal. Das können wir reinschmeißen, das können wir reinschmeißen. Davon haben wir nicht genug. Da fehlt auch noch eine ganze Menge von. Aber hier geht schon mal. So, machen wir das schon mal weg. Warum schmeißen wir noch einen rein? Wunderbar. Das heißt, das Zeug müssen wir bauen. Das Zeug müssen wir noch mal dengeln. Das müssen wir auch dengeln. Wir wollen. Irgendwas gebastelt, das Iron Sheets macht. Nicht so clever, oder habe ich das vergessen? Stellen wir dich hier hin. So ein. Du machst mir bitte einen Sheet. Jetzt rein. Wir brauchen Strom. An dir fehlt jetzt noch Zeug. Du brauchst so 20 pro Minute, du kriegst 60. Wunderbar. Du machst mir erstmal das fertig. Na hier. Ist ja dann schon mal etwas. Das sind unsere Coupons hier. Hm.
Hinten zählst du noch. Hinten habe ich irgendwo so ein ganz. Ja, was. Wie sieht es denn bei dir so aus? Alles erstmal nicht. Na, haben wir das meiste schon? Nicht alles, was wir schon können. Foundations. Ja, da könnten wir den ganzen Kram hier mal holen, wenn wir wollen. Was ich aber in erster Linie möchte, ist hoffen, dass das günstiger wird hier. Okay. Brauchen wir alles noch nicht. Ich brauche das so nicht. Ich könnte auch Wände schon mal so holen. Das sind nur 6 weg. Überlege ich noch. 9 weg. Irgendwas helfen würde. Wenn sie den noch nehmen, dann habe ich ihn schon mal, aber bringt mir halt gerade am wenigsten. Die Tore nehmen oder. Der war eigentlich auch nicht. Tore, dann haben wir die 12. Das heißt, ich dürfte jetzt da hinten 2, da 3. Ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer. Fällt mir nicht. Fällt mir alles gerade nicht. Vielleicht ein bisschen so, wie ich mir das erhofft habe. 90 Stück schon mal. Damit komme ich aber nicht weit. Ach, erstmal fährt. Erstmal. Was ist denn heute los? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag hängen sie irgendwo rum und könnten anrufen. Ich soll einmal aufnehmen. Und was passiert da? Richtig. Ah, rufen sie an. Nee. So, was wollte ich jetzt tun? Bin ich hier nicht nochmal eben nach dem Zeug gucken können. Bin ich merklich. Ja. Also. Da hoch, da hoch. Und. Wo denn? Oh, mit denen, oder? Sind auch die Großen. Wir machen uns hier oben. Warten wir einen Moment. Dann gehen wir wieder darüber. Kommen langsam richtig nah ran, aber darauf gehen ist halt so weit weg. Muss ich mir auch noch mal einfallen lassen. Am besten wäre, wenn ich mir eine Rampe jetzt hier hinbaue. Könnte man auch drüber nachdenken, ob man das hier ein bisschen erweitert. Ach ja. Alles nehmen. Und darüber.
Ich bin jetzt komplett raus und weiß nicht mehr, was ich wollte. Hier habe ich aber nicht sowas schon gemacht. Hm? Ja, natürlich. Schön, wenn ich es hätte, aber nein. 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 Hier. Und hier. Das. Und hier ist das. So. Hier steht alles. Das ist auch sehr schön, aber nicht hilfreich gerade. Das steht. Ist ja auch okay. Was machst du? Du bekommst gerade nichts, weil alles steht. Das ist auch okay. Komm mich mit klar. Das ist alles Bild da unten. So. Gehe ich jetzt den Spaß da rechts rüber? Hier hingehen. Das ist diese Kante. Gehen wir in die Richtung. Versuchen wir das Ganze da unten, da in so seltsam gemacht haben, hier vielleicht mal ein bisschen schöner. So. Also, erster Gedanke wäre. Erster Gedanke ist, gehen raus. Dann gehen wir hin und machen. Ja, wir brauchen 3 Stück. Wir gehen hin und fangen uns mal wieder rein. Da fehlt uns schon mal weg. Weg kriegen wir hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch 3 Slug Hatcheries. Und dann mache ich einfach mal von den Modulen alles dabei. Wie fehlt das denn da? Okay, die sind nicht das Problem. Das ist auch nicht das Problem. Die Schrauben könnten ein bisschen schwierig werden. Aber das schaffen wir. Wir müssen ja erstmal anfangen. Ja, auf Dirt. Ja, auf Dirt dürften wir hier vorne direkt kriegen. Was sind du hier drin? Da auf dort haben wir. Damit können wir das schon mal bauen. Jetzt müssen wir da nur wieder hochkommen. Ist denn da der beste Weg? Ist das wirklich da vorne rum? Ja, ich merke schon, das ist hier richtig wild geworden. Oh, dass der ganze Spaß da vorne noch läuft. Die Dinger möchte ich gerne so hinsetzen, dass sie vorne noch Platz haben. So da dran. So, wo geht das? Und die Schnecken da vorne nehme ich raus. Weiter daneben. Die dritte daneben. Jetzt wissen wir, dass wir in der Mitte brauchen wir das Butter. Du bist. Und wir erst. Ich würde jetzt auch stumpf hingehen. Die Mitte, weil das, glaube ich, am einfachsten ist. Da dran packen. Das von der Höhe her? Jetzt müsste das von der Höhe her passen. Ja. So.
Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal das Futter da rein. Wie viel Futter brauchen wir denn? Das wissen wir noch nicht, weil noch nicht die Flecken drin sind. Jetzt war das Ding, wir brauchen am ehesten... Wir müssen uns immer drum kümmern. Wäre es nicht besser, wenn wir immer die gleichfarbigen da reinmachen? Blau, gelb, rot. Soll man zum Beispiel überlegen, ob man die farblich kennzeichnet. Haben wir schon Farben? Hätten wir. Ach nee, wir haben keine Paint-Kanne. Okay. Wie viel Futter brauchst du? 30 pro Minute. Das heißt ein 120er Band. Okay, damit kann ich arbeiten. So, das heißt, hier kommt ein 120er Band vor. Geht da rein. Ab hier brauchen wir jetzt schon nur noch einen 60er. Weil da gehen 30 raus. Da gehen auch 30 raus. Und dann können wir da hin. Okay. Dann machen wir mal hier einen 120er Lift hin. So. Wäre die Frage, wie die blauen echt aus? Wie kriege ich am besten? Wie kriege ich jetzt am besten das Futter darüber? Das Futter wird da rausgebracht. Das Futter wird da rausgebracht. Kriege ich hier hinten? Kriege ich auf dich ein. Oh, das wäre so schön. Ein Splitter. Oh, das ist so schön. Könnte natürlich auch, weil das eigentlich auch ganz schön ist. Im Moment ist hier genug auf dem Band drauf. Könnte ein Splitter hier hinstellen. Nee. Machen wir dran. So. Du produzierst wie viel? 45 pro Minute. Das heißt 60. Du produzierst 45 pro Minute. Das könnte ein Problem werden. Nee. Dahin. Das wird ein Problem werden. Aber wir machen das erstmal darüber, dass wir den Spaß einfach nachfüllen. Es war ja bisher auch nie ein Problem. So. Einmal hier rum. Hilft mir alles nicht, weil ich bin gar nicht so weit. Wir gehen so weit, wie wir können. Da ist Ende. Da ist. Gehen wir dann rein. Dann heißt das hier irgendwo. Und den drehen wir um. Hier gehen wir nach oben. Eieiei. Da hoch.
So, das bedeutet aber auch, wir brauchen dort vorne noch einen zweiten von denen. Material haben wir genug. Auch 90, mit 2 kriegen wir genau dorthin. Wir brauchen auch gar kein Wasser da dran. Das heißt, das können wir erstmal wegmachen. Und damit hätten wir dann auch genug. Weil die stellen wir dann eh ab. Bleiben wir jetzt nur am Laufen. Das heißt, wir nehmen dich weg. Dich weg. Dich weg. Und dann kommst du einmal bitte hier neben. Und gehst dann... Das hat geklappt. Egal, macht nichts. Kommst da drauf. Dann ziehen wir uns dort. Ein Merger. Und den. So, bitte. Bitte hätten wir gerne. Bitte. Dort eins bitte. Da rein ist ja egal wohin. Wir machen dieses. Carrot. Und. Da kommt der Spaghetti-Meister hin. Du brauchst noch Strom, ne? Hole ist voll. So. Okay, damit haben wir... Mach 60. Du machst nur 45. So, das haben wir. Das heißt, Butter kommt oben schon mal an. Jetzt geht der Kreislauf los. Wie mache ich denn hier am sinnigsten? Mache ich hier wirklich? Nur blau, nur gelb, nur rot? Ich meine, ich habe den Vorteil, wenn ich nur, also wenn ich einmal blau und einmal eine andere Farbe reinpacke, dass ich dann erstmal die drei Hatcheries da. Also wir gehen hier hin, da hinten geht rein. Anders. Ganz bitter. Ganz bitter. Ja, ein bisschen weiter weg, damit wir den nochmal hochführen können. Hier mittig drauf. So. Nehmen wir uns ein Werbe. Soll da rein. Wollen das aber nicht so haben. Wir wollen das. Eigentlich wollen wir das. Da drauf. Einen hoch. Hier einen hoch. Ja, ist immer noch nicht schön, ne? Das heißt, wir ziehen uns jetzt dort einen raus. Den packen wir hier drauf.
brauchen wir? Welche Höhe? Quasi direkt da dran. So, und dann gehst du. Dorthin hoch und dann da rein. Ich möchte dich hier nicht haben. Dann reißen wir dich nochmal ab. Und dich nochmal ab. Machen ein. Und da. Da. So. Ja, das gleiche hier. Und ja. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der neue Mod-Manager ist draußen. Ich habe auch schon versucht, mit Mods auf die 1.0 abzudaten. Das die Mods sind einfach noch nicht alle verfügbar. Was ja auch okay ist. Ne? Der Mod-Manager ist da, jetzt müssen die natürlich auch noch weitermachen und die sind natürlich auch fleißig. Das Problem daran ist, dass allein für das ganze Satisfactory Plus gedöhnen sollte, brauchen wir halt, also ist ein Entwickler, der irgendwie 4 oder 5 Mods da reinpackt. Ne? Also Satisfactory Plus, Fixed Farming, Refined Power, ist alles, glaube ich, von dem gleichen. Also zumindest von den gleichen Jungs. Ne? So. Jury. Du gehst hier hin. Einmal. Wir hätten dich gerne. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Lass mal dazwischen. Gefällt. Ja. Eine daneben. Sieht auch gut aus. Und noch mal eine daneben. So, dieses Schneckenthema beschäftigt mich ein bisschen zu lange. Wir brauchen erstmal. Du musst weg. Du musst weg. Wo müssen wir uns nachher drum kümmern? Da machen wir, glaube ich, immer eine Einheit aus den beiden. So, das wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal. Und da rein. Da rein. Die Eier, die da hinten rauskommen, müssen wir dann auch sortieren. Dass sie dann hier rein, da rein, da reinkommen. Machen wir am besten mit in den Conveyor Poles. Ja, rein. So. Jetzt haben wir. Wie machen wir das jetzt? Also, wir setzen uns hier dran. Power Pole. Hier hin. Der geht damit dran. Und nicht ruckeln, nicht in dem Moment. Damit dran. Dann kommst du mit. Gehst
ungefähr hier hin. Damit dran und damit dran. Du bist mit. Gehst etwa hier hin. Damit dran und so, das heißt, du hast Power und brauchst zwei Slugs. Okay. Und du brauchst auch. Klar. Und dann müssen wir den Spaß einstellen. Informationen kriegen wir dann, wenn sie drin sind. So. Dann müssen wir Eier hier reinpacken. Eier dürften wir ja von allen da unten haben. Brot am wenigsten, aber die hängen da ja rum. Gehen wir hin. Ich glaube, ich packe hier jetzt mal einfach die entsprechenden Eier rein. Packe hier blaue rein, da gelbe, da rote. Und dann schauen wir weiter. Ja, machen wir uns den Spaß jetzt einfach. Sieht hier aus. Nicht rot. Okay. Nehmen uns 50 davon, 50 davon. Und dann brauche ich noch 50 gelbe. Die ich hoffentlich hinten irgendwo habe. Mal eben. Das sind Blütenblätter. Das sind blaue. Ist das einzige, was wir nicht haben. Gut, wir haben gelbe Schnecken, aber keine gelben Eier. Gelbe Eier. Mal hier reingehen. Heißt, wir müssen uns. Schnecken haben wir genug, ne? In dem Fall müssen wir uns die nehmen. So. Dann gehen wir wieder da hoch. Und jetzt glaube ich erstmal an. Da weiß ich nämlich noch nicht, wie ich sie einstellen muss. Wir packen hier die Eier rein. Der sagt mir ja jetzt, was ihm hier nicht passt. Incubator, genau. Jetzt durch. Und der sagt mir auch, Witcher, bla bla bla. Wir brauchen wir das Temperaturmodul und so weiter. Alles kein Ding. Gleichzeitig müssen wir hier drüben bei dem hingehen. Und einmal, ich werde nicht immer noch 5 reinlegen, ich hätte umgelohnt. So, not enough food for the quality. Du brauchst Brainy. Was habe ich? Brainy. Humidity. Bis 32, das ist okay. Ich muss. Gehen wir hier auf 60, also packen wir hier 60 hin, save and exit. Das sollte jetzt hochgehen. Low power. Ja, ist unten nicht angeschlossen. Vollkommen klar. Das Zeug fließt hier überall rein. Da passiert aber nichts. Da vorne wird aber jetzt schon mal was passieren. Nee, wird noch nicht. Aber bei dir sollte was passieren. Ihr macht mir jetzt Eier. Ja, die Frage, nicht einfach da schon mal hingehen. Das hier unten. Das machen wir nicht. Okay. Aber das sieht gut aus. Das läuft. Ich wollte jetzt aber erst die Rückfuhr machen.
Ja, möchten wir gerne. Ihn hier drauf. Drehen das so. Nehmen das mit. Nehmen das bis hierhin mit. Und packen das dorthin. Dann hätten wir gerne einmal hier. Und gleichzeitig hätten wir gerne. Ungefähr kann man sich doch merken, oder? Dahin. Dahin. Du hier hin. Dahin. Dahin. Da auf. Mehr Schrauben. Eieiei. Ja, wir kriegen das. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. So. Nee. Schon hier sind. Au. 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 Jetzt. Wie oft möchtest du irgendwo gegenrennen? Ja! Das ist ja wieder herrlich. Ja. Auf. Nee, drumherum. Ja, da. Auf. Und dann hier landen und weiter. Habe ich auch nicht schön gebaut. Alles einen weiter. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe, ne? Das dahin. Dich dahin und reiß dich ab. Das sieht vernünftig aus. Das machen wir so nicht. Nimm dich und dich da oben drauf. Und nimm den da rein. Den. Dann gehen hier rum. Hier noch einen drauf. Der kommt da. So. Das geht dahin. Das geht dahin. Das geht dahin. So, währenddessen können wir hier schon mal wieder hier reinschmeißen.
können die da hinten rauslaufen. So. Jetzt brauchen die Kollegen hier erstmal alle ein Inkubator-Modul. Das wird bei jedem angezeigt. Du fängst direkt an zu produzieren. Ich muss nichts tun. Easy. Blau ist leicht. So, gelb. Fehlen Eier. Du weißt noch nicht, was zu tun ist, aber ich glaube, die Humidity muss ich noch anpassen. Das bedeutet, da muss gleich was rein. Du wirst mir jetzt sagen, hier fehlt was. Temperature muss angepasst werden. Das heißt, ich brauche hier ein Temperature-Modul. So. Die Temperatur bis 62. Schau. 25. Das heißt, wenn ich 20 draufsetze, sollte die jetzt hochgehen und der sollte gleich anfangen. Weil der müsste bei 45 landen. Jetzt fängt er an, geht bis 45 hoch, ballert durch. Das sieht erstmal gut aus. Und bei euch ist das Problem, Humidity passt nicht. Easy fix. Humidity Module. Wir brauchen mehr. Humidity muss 55 bis 80, das heißt, wir packen hier, wir sind mal so frei und setzen hier 10 drauf, kommen wir bei 60 an, wenn der bei 55 ist, müssten die anfangen loszulaufen. Während die da rüberlaufen, bei euch dürfte jetzt auch alles gut sein. Ne? Ihr lauft auch direkt. Wie sieht das bei Rot aus? Temperature. Humidity 44 bis 60. Die ist okay. Temperature muss aber wieder auf 45. Bam. Damit hätten wir die drei Schneckenarten und die werden so gemacht, wie sie gemacht werden sollen. Gleichzeitig da oben laufen auch schon die blauen zurück. Was noch fehlt? Die Kollegen. Sobald sie fertig sind, kommen die raus. Sieht doch schon mal gut aus. Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist auf diesen Bändern hier alles rausschmeißen, was ich. Was machen wir jetzt noch? Packen jetzt da. Einen Marsbutter drauf. Und zwar drei Stück. Wir brauchen einen. Hier, einen hier, einen. Geradeaus gehen hier Blue Slugs.
Wir gehen geradeaus. Yellow Slide. Und dort geht Purple raus. Machen wir jetzt. Folgendes. Hier oben drauf setzen wir Merger. Und zwar. Weit drüber. Merger. Dann kommt hier. Falsch. Wir müssen einen Merger anders setzen. Und zwar, ich möchte die in die Richtung raus haben. Geht das alles hier rüber? Das heißt, das machen wir auch hier. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Müssen wir da vorne gleich auf. So. Auf der rechten Seite. Machen wir jetzt einmal den. Oh, das ist. Also. Mal. Den setzen wir auch so. Und nicht so weit, nicht so. Oh Gott sei Dank. Bis dahin. Und wir brauchen Merger. Merger. Dort, dort. Gehen weg. Invalid Shape hier. Willst du mich verarschen? Wieso Invalid Shape? Ach, okay, weil der da unten so ein bisschen reingemuscht ist, ne? Ja. Hier mal was anderes. Sieht bescheuert aus. Hilft vielleicht. And stupid if it works. Go back. Go back. Her, die Richtung. Woher? Die Richtung. Boah, sag bloß, du bist jetzt ein. Du bist eine kleine Zicke. So. Da rein. Da rein. Oben drauf setzen wir aber noch ein. Und der geht einmal da lang. Die anderen beiden gehen da lang. So. Warten jetzt. Guck mal nach rechts. Den Overflow. Also wenn es hier parkt, geht alles nach rechts weg. Das machen wir hier auch. Und dort auch. Overflow. So weit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht. Einmal drumherum gehen. Da oben kommt nämlich gleich Any Undefined raus. Das heißt, jede Schnecke, die wir noch nicht kennen, sammeln wir uns woanders hin. Das können wir dort nämlich auch schon mal dran packen. Und dort auch. Perfekt. Dann kommt dort nämlich. Jetzt zwei hoch machen oder
Nee. Du bekommst nie an. Machen wir jetzt hier auch schon mal. Nie an die Feind. Dort. Dann fehlt nur noch hier der Kollege. Jetzt. Zwei hoch den Band darum. Fürchte, ich habe aus Versehen Penisse gebaut, aber hey, irgendwas ist ja immer. Das heißt, der kann daraus, der kann daraus. Den muss ich jetzt noch irgendwo hinbringen und zwar hier oben drüber. Rot läuft gut. Wenn Rot gut läuft, bedeutet aber auch, dass wir zu viele Schnecken hier haben. Aber das ist ja kein Problem, weil die werden ja dann aussortiert. Das heißt, wir packen uns jetzt hier zwei Container hin. Habe ich direkt einen Wegschmeißcontainer. Das Sinn. Kinder von. Nee, steht da vorne. Da brauche ich jetzt nicht extra noch mal eine machen. Haben wir genug dafür da? Machen wir eben die 10. Gehen hier hin. Da ist der Eingang. Hier. Die Höhe. Daneben. Dann gehst du hin und packst mir Leiter funktioniert hier nicht. Möchte ich gerne drauf. So. Dahin. Der wird zu hoch. Das machen wir nicht. Das heißt, wir nehmen uns den und packen ihn dahin und ziehen ihn 1, 2 hoch. Du gehst hier rein, gehst da rein. Nicht perfekt 90 Grad da. So. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Rote so durchballert, weil die stehen ja fast bis hinten an. Also da müssten wir schnell unseren Überlauf kriegen. Jetzt geht hier alles rein, was wir an Schnecken kriegen. Die sind natürlich nicht sortiert, das ist mir aber auch im Moment egal. Hauptsache, hier kommen erstmal die Viecher rein. Stehst aber auch schon an, blau auch. Hingehen und mal gucken. Wenn wir hier unsere... Können wir.
Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass ich die da alle so reinhaue, aber okay. Ich muss jetzt nur noch unten das Zeug wegmachen. Wobei unser Futter gerade ja wirklich zu laufen scheint. Macht aber auch ordentlich an. Jetzt fangen sie an, nämlich stehen zu bleiben. Schöner Test. Gerade auch. Die anderen 100 auch noch da rein. Also nicht 100, ja noch 77, aber lassen sie jetzt wieder auf 100 voll. Jetzt müssen wir ja bald an den Punkt kommen. Da stehen sie nämlich schon alle, da auch. Jetzt müsste es hier irgendwo losgehen, dass die Viecher sich zurückstauen. Und sie laufen da oben rüber. Perfekt. Die müssen noch mit Strom versorgt werden. Sehr gut, so möchte ich das haben. Würde aber auch bedeuten, wenn die jetzt hier rauskämen, glaube ich nicht gehen würde. Aber da könnte zum Beispiel eine weiße rauskommen. Hier könnte eine grüne rauskommen. Die würden dann entsprechend auf der anderen Seite rausgehen. Und du nimmst nichts an, weil ihr beide keinen Strom habt. Aber glaube ich ein ganz easy Fix. Yep. Gut, die laufen jetzt wieder hier rein. Jetzt einmal den Test, wenn ich hier sage. Nehmen wir mal ein paar blaue raus. Ah, okay, nimmt er nicht. bei der raus. Das kann also nicht passieren. Jetzt, wenn ich das hier bei den gelben auch reinschmeiße. Eingestellt ist das ja genau so. Hier gehen jetzt ein blauer raus, das heißt, die müssten. Ja, danke. Ja, meine ich. Perfekt. Das läuft alles weg. Kommt dann hier drüben an. Irgendwann. Nicht? Na, okay, die sind jetzt da auf dem Weg. Und darüber. Das heißt, der Spaß funktioniert. Das Einzige, was richtig ärgerlich wäre, wenn ich aus dem ganzen Zeug keine von den Weißen bekomme, bevor sie hinten ankommen und dann kommt die erste an und ich merke das nicht. Dann wird hier natürlich weggeschreddert, obwohl es nicht soll. So. Die nehme ich mir jetzt wieder raus, weil die kommen da hinten rein, damit da auch ein bisschen angetrieben wird. Seid durch. Jetzt sind sie reingekommen. Wird dann auch hier vorne schön aufgeteilt direkt. Jetzt zwei links, zwei rechts. Fallen lassen. Ist soweit. Wie sieht das hier hinten aus? So kurz oder lang sind die halt voll. Okay, du stehst auch schon an. Weil hier nicht schnell genug rauskommt. Auch nicht das Problem, aber. Die Frage, warum die eine Seite ein bisschen länger braucht als die andere, aber ist egal. Du
bist drin. Die nächste. Sehr schön. Blau fängt auch an zu stehen. Ja, so möchte ich das eigentlich sehen. Natürlich könnte ich jetzt noch deutlich mehr basteln, wenn ich die da oben auch fertig mache und so, aber es wird doch schon mal besser hier. Und theoretisch könnte ich jetzt hingehen, dieses System nehmen und immer weiter nach oben stacken. Da fällt mir ein. Ich habe jetzt Leiter. Ihr neues Zeug. Gehen wir mal eben drüber, dass wir die ganzen Dinger weg haben. Da ist noch ein Filter, da ist noch ein Filter. Sowieso nicht. Das alles. Apropos Power. Die brauchen wir schon mal nicht mehr und die auch nicht. Apropos Power. Lieber Power Paul, sag mir mal bitte, wie sieht eigentlich mein Strom gerade aus? Gut, da ziehe ich sie. Ja, perfekt. Ach du Scheiße. So lange ist das heute geworden. Amter Mist. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Jäffchen.